Dieses Video ist ein kleines Einführungsvideo, wenn ihr euch überlegt, Windows 10 auf eurem PC neu zu installieren. Es gibt im Internet, bei YouTube und sonst wo ganz viele Anleitungen und Videos dazu, wie man Windows 10 dann tatsächlich installiert. Das möchte ich jetzt also nicht nachmachen. Es geht mir jetzt in dem Video darum, ein paar Fragen aus dem Weg zu räumen. Dazu habe ich mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die ich so im Internet gefunden habe, die oft gefragt werden, und die beantworte ich jetzt hier. Die erste Frage ist, was passiert mit meinen Daten, wenn ich Windows 10 neu installiere? Ihr solltet bei solchen Aktionen eure Daten immer nochmal gesichert haben. Falls ihr nicht mehr direkt an eure Daten rankommt, weil zum Beispiel Windows 10 nicht mehr hochfährt, dann packt euch eine Linux Live-CD auf einen USB-Stick. Ja, ist natürlich dann keine CD, aber ein Live-USB-Stick eben, und fahrt mit dem einmal hoch und sichert eure Daten erstmal weg. Theoretisch kann man wohl auch so installieren, dass die Daten bestehen bleiben, davon würde ich aber abraten. Wenn ihr Windows 10 installiert, macht eine saubere Installation und formatiert dabei eure Festplatte. Also um die Frage kurz und knapp zu beantworten, ja, die Daten sind wahrscheinlich weg. Deshalb vorher sichern. Die nächste Frage, ich habe gar keinen Windows 10 Key, kann ich denn trotzdem installieren? Jetzt gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder ihr überspringt das Ganze, also die Installation wird erstmal funktionieren, ihr könnt auch Windows starten, ich glaube, dann hat man so einen Testzeitraum, 30 Tage, und dann will Windows 10 aktiviert werden. Die Keys sind für kleines Geld bei Amazon zu bekommen, oder ihr habt noch einen alten Windows 7 oder Windows 8 Key, der funktioniert bis heute auch noch. Also um die Frage wieder zu beantworten, ja, ich kann ohne Key installieren, einfach an der richtigen Stelle auf Überspringen klicken. Die nächste Frage ist, muss ich die Festplatte formatieren? Ja, die muss man nicht formatieren, die sollte man aber formatieren, aber die muss man auch nicht vorher formatieren, sondern da führt euch der Windows 10 Installationsprozess durch, müsst ihr euch vorher eigentlich keine Gedanken machen. Die nächste Frage, gibt es eine saubere Windows 10 Installation ohne Werbung? Da ist die eindeutige Antwort Jein. Also es gibt von Microsoft die offizielle Windows 10 ISO, die hat aber Werbung drauf, sogenannte Bloatware. Die muss man dann nach dem Installieren von Windows 10 ja deinstallieren, löschen oder ausblenden. Dazu gibt es verschiedene Tools, ich habe auch mal ein Video gemacht, wie man schon mal die ISO-Datei manipulieren kann. Ist alles nicht schön, alles nicht elegant, aber was Besseres gibt's halt nicht. Warum habe ich Jein gesagt? Naja, es gibt ja noch Bloatware vom Hersteller. Zum Beispiel, ich habe einen Laptop von Lenovo und die haben ja so eine Recovery-Partition drauf, mit der ich auch eine Windows 10 Installation machen kann. Allerdings ist dann noch die Lenovo Bloatware oben drauf. Also ich kann mich jetzt entscheiden zwischen Windows 10 Bloatware plus Hersteller Bloatware oder nur Windows 10 Bloatware. Dann nehme ich halt das mit nur Windows 10 Bloatware und installiere die halt im Nachgang. Die nächste Frage ist, wie groß muss denn mein USB-Stick sein, damit ich damit installieren kann? 8 GB reichen. Kurze Antwort. Wie erstelle ich jetzt den USB-Stick, dass ich damit auch hochfahren kann? Am besten nimmt man da das Windows Media Creation Tool. Das macht alles in einem. Das lädt die Windows ISO herunter, formatiert euren Stick und macht den bootbar. Wenn dieses Media Creation Toolkit durchgelaufen ist, dann könnt ihr mit eurem USB-Stick booten. Und da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, wie kann ich denn vom USB-Stick booten? Ich könnte jetzt sagen, schaut ins Handbuch eures Mainboard-Herstellers, aber in der Regel gibt es F12, die F12-Taste auf eurer Tastatur ist fürs Bootmenü. Das heißt, wenn ihr den PC einschaltet, die ganze Zeit auf F12 drücken, bis das Bootmenü kommt. Wenn das nicht geht, könnt ihr oft noch F2 oder Entfernen drücken beim Hochfahren, um ins BIOS zu kommen. Im BIOS selber gibt es dann oft den Punkt Boot und da müsst ihr eben die Reihenfolge der Bootmedien ändern und den USB-Stick ganz nach vorne setzen, damit von dem gebootet werden kann. So, jetzt bin ich mit den Fragen schon am Ende, jetzt hätte ich noch ein paar Best Practices. Es gibt bestimmt viele gute Tipps, was man bei der Windows 10 Installation beachten soll. Dafür habt ihr die Kommentare, ich habe jetzt mal zwei Stück für euch. Ich entferne immer alle Datenträger, auf denen nichts passieren soll. Das stellt einfach sicher, dass ich nicht zufällig die falsche Festplatte formatiere und alle meine Daten wechseln. Ist Windows 10 installiert, geht man auf die Seite des Mainboard oder halt eben Notebooks-Herstellers oder des Herstellers seiner Grafikkarte und installiert die Treiber nach. Eine gute Hilfestellung dabei bietet der Gerätemanager von Windows 10. Wie ihr den aufruft, erfahrt ihr in einem Video aus der Infokarte. So, und ab jetzt könnt ihr die vielen anderen Tutorials schauen, die ihr auf YouTube findet, wie man Windows 10 installiert, wenn ich jetzt alle Bedenken aus dem Weg geräumt habe. Falls euch das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und ihr bekommt jetzt im Abspann auch noch ein paar weitere Videos eingeblendet.